Mindener Tageblatt. Bürger, gebt Acht! Die Bäume werden sonst abgehackt! Bürger, gebt Acht! Die Bäume werden sonst abgehackt! Die Platanen in der Mindener Innenstadt sollen für die Renovierung weichen. Doch das wollen viele Bürger nicht so einfach hinnehmen. Die Baumfreunde Minden haben eine Protestaktion organisiert. Erst unter den Platanen, dann im Bauausschuss. Also zunächst einmal machen wir das, weil wir eine Baumbesetzung machen wollen und natürlich die Platanen erhalten wollen. Denn der Baum hat Vorrang. Vorrang bei jeder Planung und jeder Bauplanung, die in der Stadt Minden gemacht wird, müssen die Bäume Vorrang haben. Alte Bäume sind ja besonders wertvoll. Schauen Sie, wenn ein Baum 40 Jahre da ist, hat er schon einen Schatten. Gibt er viel Schatten. Er ist Lebensraum für viele Tiere, für viele Vögel. Steht für Lebensqualität und er bietet sehr, sehr viel Sauerstoff. Und das ist ganz, ganz wichtig für Natur in der Stadt. Ich möchte etwas bewegen, dass sich der Bürger wieder empört und sich einbringt nach demokratischen Mitteln. Denn nur mit demokratischen Mitteln haben wir die Möglichkeit, die Entscheidungsträger zu beeinflussen. Es wurde nicht rechtzeitig informiert und es wurde auch nicht rechtzeitig mobilisiert. Und aus dem Grund konnten die Bürger gar nicht aktiv werden. Denn wir wissen, wie sensibel gerade die Bürger sind, wenn es um Bäume geht, wenn es um den Erhalt und die Lebensqualität ihrer Stadt und das Lebensgefühl von Minden geht. Also zunächst einmal bin ich nicht damit einverstanden, dass hier in der Innenstadt diese wunderschönen Bäume hier gefällt werden. Ich sehe das einfach nicht ein und sehe keinen triftigen Grund dafür. Seine Unterschrift sollte man heute hier hinsetzen, um gemeinsam dagegen zu kämpfen, dass so viele Bäume abgeholzt werden. Ich bin der Meinung, man kann nicht für jede gestalterische Umänderung dann die Natur oder die Bäume abhacken. Es muss Möglichkeiten in der Planung geben, die Bäume zu schonen und die Natur so zu belassen. Ich fände es sehr schade, wenn die Platanen wegkommen, weil die gehört irgendwie für mich zu Minden dazu. Also ich bin seit 7 Jahren wohne ich hier und für mich gehört das irgendwie mit zum Stadtbild. Ich bin gebürtige Mindnerin und ich finde auch, dass die Platanen auf jeden Fall hier bleiben sollten, weil sie zum Stadtbild dazugehören. Und das hier schön grün machen in der Innenstadt ist halt auch nicht so viel grün, deshalb sollten die schon da bleiben. Wir sind hier, weil wir die Bäume schützen wollen, weil wir das nicht für nötig finden, dass die jetzt irgendwie weggemacht werden und dann hier alles neu gemacht wird. Ich finde, es sieht so noch ganz gut aus und außerdem fände ich es wegen den Bäumen eben einfach total schade. Ja, wir hoffen natürlich, dass die Stadt darauf reagiert und dass das jetzt nicht unbedingt gemacht wird.